So, mit dieser etwas seltsamen Begrüßung herzlich willkommen zurück beim Trader Life Simulator. Ich musste gerade erstmal, da ich ein Spiel gestartet habe, offensichtlich den Download, der gerade läuft, wieder fortsetzen. Habe ich vergessen, dass ich das machen muss. Aber gut. Die Aufnahmesession ist etwas verspätet, wie ich ja auch in die Infos geschrieben hatte, in die Diskussion. Ja. Im Hintergrund lädt gerade neues DLC von The Hunter runter. Call of the Wild. Es kommt ein neues Revier, ist rausgekommen, das sich diesmal in Mexiko befindet. Bin ich sehr gespannt drauf, sehr, sehr gespannt. Da werde ich heute Abend wohl auch gleich noch ein bisschen spielen. Aber jetzt erstmal zum Trader Life Simulator. Ich weiß noch nicht, wie lange die Aufnahmesession wird. Ob ich dann morgen noch eine starte. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich das The Hunter gerne heute noch ausprobieren. Und dann sehen wir weiter. Ich freue mich jetzt aber auch schon mega hier auf diese Session. Weil wir ja einiges vorhaben. Natürlich wieder einmal. Und da fangen wir direkt mal mit an. Was noch? Gute Neuigkeiten gibt's, denn es geht mir endlich ein bisschen besser und es regnet. Gute Neuigkeiten. Beziehungsweise deutlich besser. Da fällt mir gerade wieder was ein. Wo zur Hölle? Also doch im Laden? Im Laden. Ich gucke mal. Wir sehen es, wenn wir es sehen. Es geht mir besser, deutlich besser als jetzt die letzte Zeit. Ich hatte es ja immer ein bisschen gesagt, da ist noch, stehen noch Pizzen, das ist wunderbar. Ja, es geht mir besser. Ich bin sogar schon wieder dazu übergegangen, Dinge einzukaufen heute für ein gesundes Frühstück. Und so ein mega gesundes Frühstück, das ich meinen Lebtag noch nicht hatte. Erstmal habe ich jetzt immer die letzte Zeit so zwei Brötchen mit einem Frühstücksei gegessen, was ja schon ganz gut ist. Jetzt habe ich sogar Naturjoghurt gekauft und Obst dafür und ein bisschen Müsli, dass ich da auch mal reinmachen kann. Also mega. Weil eigentlich ist es ja nun mal so, ich bereite echt gerne Essen zu. Ach ja, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hallo? Was bringt denn das? Was bringt das? Hier steht immer TV. Ach, ja, sag doch das. Da steht immer ausschalten. F interagieren. Benutzer angepasste Videos. Interessant, interessant, interessant. Cool. Ich finde es interessant, wie ich gerade schon erwähnt habe. Nüsse finde ich auch interessant. Das ist eine interessante Geschichte. Dankeschön für den Hinweis. Thüringer irgendwas. Entschuldigung. Ich vergesse immer die Nummer. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ist mir echt nicht aufgefallen. Ich habe noch nicht mal, gar nicht richtig registriert, dass hier überhaupt ein Fernseher ist. Ich gucke so selten an die Decke. So, das reicht, ja. Wollte ich sagen und so. Interessante Geschichte. Was ich auch mal besorgen müsste unbedingt, ups, wäre ein Regal für diesen Lagerraum hier.
geht mir auf den Geist, dass es hier so aussieht. Das kann man dann schön sortieren. In dieser Regale müssten doch die Kisten, ja, die passen da gut rein, klar. Hatte ich noch was für vorne? Hier Sonnencreme. Dann würde ich gerne eigentlich das Shampoo komplett nach unten setzen. Für diese Sachen wäre eigentlich auch so ein Regal nochmal schön, aber dann darf ich, weiß ich halt nicht, was ich hier rein tun soll. In dieses Regal. Das passt auch eigentlich ganz gut rein. Wenn wir wieder nachkaufen, machen wir wieder von einem zwei rein. So. So. Jetzt müsste ich da, glaube ich, auch alles haben, so zur Körperpflege, ne? Ich glaube, ja. So, da stehen sie alle. Hier Salatsoße, da brauche ich meine Leiter. Und normale Soße, okay. Das ist die Salatsoße. Soße. Steht hier scheiße das Ding. Machen wir mal so. Und so. So und so. Und so. Und jetzt kann ich schön die Salatsoße einräumen. So. Noch nicht perfekt, aber. So. Mir ist es schon nicht schlecht, was bei so Beschwerden, wie ich sie nun mal habe, den Depressionen und sowas, was da solche kleinen Rituale einfach ausmachen. Es ist nun wirklich nicht viel. Ich habe mir eine App runtergeladen, die mir ganz sinnvoll vorkam, weil die sozusagen so einen Weg, so eine Reise, sag ich mal. Du gibst am Anfang, gibst du an, wo du gerne hin willst, was du lernen möchtest, was du verbessern möchtest. Du kannst sie auch dazu nutzen, um damit du regelmäßiger Sport machst oder sowas. Du kannst viele Sachen nutzen. Und der hat jetzt eben angefangen mit ganz, ganz einfachen kleinen Ritualen. Da war das erste jetzt einfach 3 Tage hintereinander. Soll man das immer machen? Jetzt habe ich auch eins, was ich dreimal die Woche machen soll, weil das was ist, was doch ein bisschen mehr Zeit kostet und man nicht unbedingt immer Bock drauf hat. Ich sollte einfach 3 Tage hintereinander morgens nach dem Aufwachen direkt im Bett noch ein Glas Wasser trinken. Habe ich tatsächlich gemacht. Man fühlt sich einfach viel frischer irgendwie und ich mache es immer noch. Danach war die Aufgabe, 3 Tage hintereinander ein gesundes Frühstück zu essen. Da hat einen die App dann auch noch gleich darauf hingewiesen, dass gesundes, dass ein Frühstück nicht bedeutet, man schüttet sich schnell eine Tasse Kaffee runter. Okay. Da ging das jetzt los mit dem Frühstücksei, das wurde mir geraten. Dann habe ich weitergedacht und dachte, okay, jetzt würdest du gerne mal so ein Joghurt essen oder sowas. Weil ich esse sowas eigentlich sehr gerne. Dann, wenn der Joghurt zu schal sein sollte oder sonst, hat man ja auch gerne mal bei so Quark, wenn du sowas isst, kann man sich ja auch ein bisschen Obstsaft mit reinmachen. Da habe ich jetzt noch einen naturtrüben Apfelsaft dazu gekauft. Ich weiß halt nicht, wie der Joghurt ist. Muss ich erst ausprobieren. Aber. Und direkt geht es mir einfach viel besser. Jetzt habe ich als Aufgabe, mich morgens direkt, bevor ich irgendwas großartig mache, wahrscheinlich nach dem Aufstehen direkt, irgendwie ein bisschen Sport zu machen, mich irgendwie zu bewegen.
Das könnte ich jetzt natürlich, wenn ich so weiter darüber nachdenke, gerade könnte ich natürlich, weil es steht auch, man kann auch, es muss jetzt nicht unbedingt so eine Sportlektion sein oder sowas, obwohl ich solche Fitnessbänder habe, aber ich weiß nicht, ob das nicht direkt nach dem Aufstehen ein bisschen zu krass ist. Es reicht auch einfach, über irgendwie eine Playlist ein bisschen Musik zu hören und einfach so ein bisschen schräg durch die Wohnung zu tanzen. Wäre was, was ich dann mit dem Frühstück machen verbinden könnte, zum Beispiel, fällt mir gerade so ein. Es ist natürlich auch immer, wenn man berufstätig ist, eine Zeitfrage ein bisschen. Aber ich habe gemerkt, auch wenn ich verschlafe und nur noch eine Stunde Zeit habe, ich schaffe es durchaus immer noch zu frühstücken. Das ist gar kein Problem. Man macht sich da echt sehr, sehr viel, nur zu viel Stress selber. Wenn ich jetzt verschlafe, was durchaus immer noch vorkommt, trotz Wasser, trotz Frühstück, natürlich passiert das immer noch ab und zu, weil ich mich einfach noch nicht so ganz dran gewöhnt habe an alles, dann mache ich eben etwas, wo die Zeit nicht so schnell vergeht. Sonst habe ich immer gerne morgens noch irgendwie irgendwelche Videos geguckt oder was weiß ich, irgendwie sowas. Aber da ist es dann ruckzuck, ist die Stunde rum. Jetzt lese ich dann einfach noch ein bisschen. Das ist alles immer nur so eine Einstellungssache, wo man sein Gehirn dann ein bisschen verarschen kann, um es mal so auszudrücken. Weil es fühlt sich dann an, als hätte man viel mehr Zeit zu Hause noch verbracht. Dabei stimmt es ja gar nicht, die Stunde bleibt ja. So mache ich das im Moment. Man muss sich halt immer einfach so irgendwelche Möglichkeiten ausdenken, wie man das am besten machen kann. Und da bin ich im Moment sehr erfolgreich mit tatsächlich. Freut mich total. Freut mich einfach mega, dass das jetzt so gut läuft alles. Auch die Müdigkeit ist deutlich besser geworden, weil ich war ja immer am Einschlafen dann. Ich mit meiner Chefin ganz sehr, sehr tolles Gespräch gehabt. Habe ich ihr erzählt, weil das muss sie natürlich auch wissen. Hat sie mir ein paar Tipps gegeben, war sehr toll. Hat viel geholfen. Man muss sich halt einfach auch manchmal ein bisschen Hilfe holen dann, wenn man selber einfach in diesem Trott gefangen ist, sag ich mal. Das geht so verdammt schnell. Das geht so verdammt schnell. Man hat sich dann einfach daran gewöhnt. Arbeit ist vorbei. Jetzt sitze ich, jetzt bin ich müde. Das ist dann einfach so schon drinne im Gehirn. Und dann schläfst du einfach. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so, weil ich mir angewöhnt habe, auch nach der Arbeit, ich mache dann erstmal irgendwas. Völlig egal, irgendwas, ganz egal. Bevor ich mich hinsetze, tue ich irgendwas, weil sobald ich sitze, sobald ich umgezogen bin, dann geduscht habe, wird man halt automatisch ein bisschen müder. Das ist nicht der Fall. Bei mir zumindest nicht, wenn ich vorher was getan habe, bevor ich mich hinsetze, nach dem Duschen und dann eben zu Abend esse und so ein Kram. Wenn ich da was mache, bin ich danach nicht mehr so müde. Also vorher. Einfach irgendeine Kleinigkeit, ob ich nur abwasche oder irgendwas, völlig egal. Freitag bin ich zum Beispiel noch dann nach der Arbeit einfach nur eine Runde spazieren gegangen, damit ich dann nicht da einschlafe. Da habe ich jetzt, wenn ich arbeiten muss, allerdings keine Lust zu. Man muss ja auch nicht. Gibt ja genug andere Sachen zu tun. Wo stellen wir jetzt das Reinigungspulver hin? Hier zwischen am besten. Hier Reinigungsspray. Sollten wir auch mal kaufen. Hundefutter ist auch fast alle. Und das Katzentrockenfutter. Aber da wollte ich ja eh noch mal noch ein Regal verkaufen, ne?
War ja der Plan mal. Das hier nimmt ja viel Platz weg. Das gehört eigentlich wieder zu den Link Weekend 2 Reihen von Hätte. Hätte, hätte, hätte. So, das war's. Windeln, Handseife, hier ist noch so ein Lavendel. Ich glaube, das passt. Ja, theoretisch schon. So. Lufterfrischer haben wir hier noch, genau. Ach, scheiße, das sind ja mehrere Sorten. Mist, verdammter. Dann muss ich das jetzt erstmal hier hinsetzen. Da brauchen wir noch ein Regal für. Für Windeln und Tierbedarf. Wissen wir ja, was wir zu tun haben dann noch. Was denn mit der Dose? Da passen auch vier rein, eine Reihe, so wie das aussieht. Ja, ups. Ja gut, das geht jetzt nicht so gut. So. So, okay. Ihr immer mit eurer Rinderbrühe. Oh, aber unser Stern füllt sich da doch tatsächlich langsam, aber sicher. Da freue ich mich schon so drauf. Wenn das irgendwann voll ist. Ich bin gespannt, was dann passiert. Was ist das? Hunde, ach, Hundefutter, stimmt, das hatten wir ja gekauft. Sehr gut. Sehr gut. Bestimmt. Ich tue mal so, als würde ich mich daran erinnern. Tue ich natürlich nicht. Das passt hier alles hin. Ja, kauft es mir doch ruhig aus der Hand raus fast. Ist ja wie bei mir bei der Arbeit. Ist ja verrückt. Da lauern einem die Leute auch direkt auf, sobald man was Neues hinpackt. Schleichen die ganze Zeit schon um einen rum. Manchmal ist es lustig, manchmal anstrengend. Irgendwann geht ihr das halt auf den Keks. Ah, die immer mit eurer Rinderbrühe, die ist teuer. Ich meine, eigentlich könnte ich die ja kaufen. Ich habe genug Kohle, aber sollte ich wahrscheinlich auch tatsächlich. Das vermehrt sich, das mehrt sich, dass sie Rinderbrühe wollen. Es vermehrt sich. So, ich konnte Handseife. Vielleicht sollte ich auch tatsächlich mal was bestellen. Einfach solche Sachen hier, wie die ich schon im Regal habe, könnte ich ja auch bestellen. Rein theoretisch. Orangensaft. Da geht mein Fortschritt wieder flöten von meinem Stern. So, Dings ist alle Handseife. Reinigungsspray. Windeln. Da habe ich so lange nicht gespielt und die kaufen so, als wenn wirklich drei Wochen zu war, so gefühlt. Was ist denn das? Voll seltsam.
Okay. Weizenkeks, Ingwerkeks. Ingwerkeks passen jede Menge hin. Die Packung kriege ich leer. So. Nee, ich krieg sie nicht leer. Okay, ist geschlossen. Der Ingwerkeks backt da leider ein bisschen durch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Plätzchen, Ketchup, Rosentee. Ketchup. Rosentee. Na gut, das können wir aber auch morgen machen. Da würde ich sagen, ich mache mir eben nochmal eine Einkaufsliste. Was ist denn hier? Achso, die zweite Reihe war da. Hier ist okay. Die Reis kaufen so gut, oder? Gut. Öl auch. Speiseöl. Mehl. Ich bin irritiert. Wo ist mein Dings hier? Hier, der Stift ist hier. So, Cola. Wir brauchen Cola. Jetzt gehen wir mal da hinten hin. Nehmen wir mal zu. Chips sind vielleicht auch mal nicht schlecht. Chips. Cashews. Cashew. So. Wir brauchen heute nur Sachen mit C. Beziehungsweise morgen. Nein. Weichspüler eventuell. Das ist Waschmittel, ne? Ihr Reinigungsspray ist wichtig. Katzentrockenfutter eventuell. Katzentofu. Tofu. Nein. Wir kaufen keinen Katzentofu, keine Sorge. Die Dinge haben noch zu reichen. Hier ist alles einigermaßen in Ordnung. Was stand hier denn? Shit, ich weiß nicht mehr, was hier stand. Und was stand da? Irgendwelche Schokolade oder so. Weiß ich leider nicht mehr, schade. Gut, eventuell Mehl. Und dann passt nichts mehr auf unsere Liste hier. Okay, Nudeln, Reis, das würde ich sagen, ist auch was, was ich eigentlich immer kaufen kann, wenn es gerade günstig ist. Und wir fahren jetzt nach Hause. Achso, warte mal. Das war doch nicht schlecht, $700. Gar nicht schlecht. Fahren wir mal. Gleich. Nach dem Aufstehen dann eine Pizza essen. Übrigens bin ich doof, ich weiß, mit der blöden Pizza. Aber ich dachte wegen der Packung, weil ja so Zutaten so drauf, Inhaltsstoffe und sowas draufstehen. Da war ich irgendwie plötzlich dabei, dass ich die Pizza in einem Geschäft kaufe. Es ist natürlich aus dem Restaurant und natürlich ist sie nicht kalt. Aber das war wieder typisch ich. Typisch ich. Kalte Pizza. Ich habe da so oft meine Scherze mitgemacht. Die ganze Zeit war es einfach nur blöd. Schön. So typisch. Typisch.
So, erstmal aufs Klo und pennen. Geht auch mal so übertrieben müde ins Bett. Farm kaufen. Ja, das überlege ich mir noch. Probieren werden wir es, wie gesagt, aber ich wahrscheinlich ganz zum Schluss. Ich traue dem Ganzen nämlich nicht. So. Ich muss auch noch Folgen schneiden wie ein Weltmeister. Ori muss ich auch unbedingt noch schneiden, dann bin ich gut weitergekommen am Wochenende. Ist wieder strahlender Sonnenschein, wunderbar. So, einmal was essen. So, durch den Kofferraum essen wir die Pizza, das soll uns immer einer nachmachen. Jetzt mittlerweile ist sie natürlich kalt. Spaghetti, ja. Gut, also Nudeln werden wahrscheinlich wirklich relativ wichtig mittlerweile. Waschpulver, ja, steht ja, ne? Ne, steht nicht. Sehr gut. Oh, Obst und Gemüse wollte ich auch gucken, ne? Hatte ich gesagt. Meeresfrüchte gibt's nicht. So. Ja, hier stehe ich gut, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Hallo, guten Tag. Und freundlich aussehender Mann. So, Cola. Cola kostet 2 Dollar mehr, aber das ist egal. Joghurt. Ja. Reis nehmen wir gleich mit, der ist günstig. Ich sollte erstmal die Sachen kaufen, die ich auch brauche. Chips. 1 Dollar mehr, egal. Brotstangen. Cashews sind hier auf der Seite. Ja, okay, können wir trotzdem kaufen. Im Moment, ich habe ja die Kohle. Cashews. Weichspülerreinigungsspray. Weichspüler ist sogar günstig. Reinigungsspray. Krapfen. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Das 5 Dollar teurer. Ja gut, wir haben beim anderen 5 Dollar gespart. Ich erinnere mich. Oh, ich muss auch Geld auf die Dings einzahlen. Wobei ich das eigentlich auch morgen machen kann. Was ist das hier eigentlich? Ach, Bleiche in klein. Ein Katzentrockenfutter. Guter Preis. Ja, normal, ne? Normal. So, Katzenfutter. Zum Normalpreis. Ach so, und Mehl. Boah. Ja, Mann, egal. Das Problem ist, ich kaufe es trotzdem immer. Aber ja, ich brauche es halt auch einfach, ne? Das ist alles teuer. Und Reis. Achso, Reis habe ich schon gekauft. Wollte ich gerade nochmal kaufen. Zahnpasta. Der Kaffee ist sehr günstig zum Beispiel, den nehmen wir mit. Und dann sollte ich mal gucken, wie viel noch aufs Auto passt. Shampoo. Alter, Sonnencreme ist ja teuer. Gut, dass ich die gekauft habe. Das war eigentlich alles noch ganz gut vorhanden. Handseife. Habe ich gerade erst aufgefüllt. Dieses Zeug ist auch gerade teuer. Das ist Toilettenreiniger. Den habe ich noch, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft. Das kostet gerade normal. So, wir kaufen Bleiche. Das ist gerade alles guter Preis. Erdbeerkekse standen da, kann das sein, aber die sind so teuer.
Ich möchte erstmal diese Sachen. So. So. Erstmal verladen. Pizza.